Hallo, liebe Hungrige. Pulled Pork, übersetzt so viel wie gezupftes Schweinefleisch, wird ja traditionell im Smoker zubereitet, dauert da bis zu 20 Stunden und gilt als eine Königsdisziplin beim Grillen. Aber nicht jeder hat ja solch ein Gerät und außerdem, die Grillsaison ist ja gerade vorbei. Deswegen hier also die Alternative aus dem Backofen und wir belassen es nicht dabei, sondern bereiten anschließend einen leckeren Burger damit zu. Zur Zubereitung vom Pulled Pork benötigen wir für die Soße Malzbier und Barbecue-Soße. Die könnt ihr kaufen, aber auch ganz einfach selber machen. Dazu gibt es ein Video von mir, auf das ich am Ende und in der Infobox verlinke. Wir brauchen Sonnenblumenöl und natürlich Schweinefleisch. Bei mir ist es ein Kilo Stück und zwar Schweinenacken ohne Knochen. Alternativ kann auch Schweineschulter genommen werden, diese dann allerdings lieber mit Knochen. Außerdem brauchen wir noch einen Obstsaft oder Nektar. Ananas passt wunderbar. Ich persönlich bevorzuge allerdings Orangensaft. Das war's aber noch nicht. Denn wir brauchen noch einen Rub, also eine trockene Gewürzmischung, beim Grillen die Alternative zum Marinieren. Und dafür brauchen wir Salz und braunen Zucker. Wir brauchen gemahlenen Kreuzkümmel, also Kumin, Knoblauchpulver, Paprika edelsüß, schwarzen Pfeffer und Cajun-Gewürz. Das gibt's fertig, allerdings kann man auch dieses selber zubereiten. Auch dazu gibt's von mir ein Video, auf das ich am Ende und in der Infobox verlinke. Wir befassen uns zuerst mit dem Rub und geben dafür in ein Glas 2 Teelöffel grob gemahlenen Pfeffer, 2 Esslöffel vom Paprikapulver, 2 Esslöffel vom Cajun-Gewürz, 1 Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel, 2 Esslöffel braunen Zucker, 1 Teelöffel Knoblauchpulver und 1 bis 1,5 Esslöffel Salz. Dann das Glas verschließen und alles ordentlich durchschütteln. Jetzt nehmen wir das trocken getupfte Fleisch, gießen Öl darüber, pinseln es rundherum ein, wenden es dann, geben nochmal etwas Öl darauf und verfahren mit der anderen Seite also ebenso. Nun kommt unsere Gewürzmischung zum Einsatz. Wir geben einen Esslöffel davon auf das Fleisch, verreiben es auf der Fleischoberseite gründlich und gleichmäßig, denn das bringt dann eine schöne Kruste. Wenden das Fleisch, geben nochmal einen Esslöffel vom Gewürz darauf und verteilen auch dieses auf dem Fleisch. Wir geben das Fleisch auf einen Rost in einen Bräter und lassen es zugedeckt im Kühlschrank für mindestens 3 Stunden ziehen. Und nun erst kommt es in den Backofen, und zwar für 6 Stunden. Und wenn euer Fleischstück größer sein sollte, kann es auch noch ein bisschen länger dauern. Bei 120 Grad, Umluft 100 Grad. Ja, es ist ein Energieaufwand, allerdings darf es auch nicht überbewertet werden, denn am meisten Energie wird ja beim Aufheizen verbraucht. Nach der knappen Hälfte der Zeit, und wir sehen, das Fleisch macht schon große Fortschritte, nehmen wir es kurz aus dem Ofen heraus. Wenn ihr geschickt seid, könnt ihr es auch drin lassen. Dann 400 bis 500 Milliliter Nektar oder, so wie bei mir, eine Kombination aus Fruchtsaft und Wasser zubereiten und gießen alles nun in den Bräter auf den schon vorhandenen Bratensaft. Die Meinungen gehen hier übrigens auseinander. Es gibt auch die Variante, den Fruchtsaft von Anfang an mit in den Ofen zu geben oder auch ganz darauf zu verzichten. Ich mach's halt so. Das Fleisch wird nun fertig gegart. Wir bereiten inzwischen die Soße zu, geben dafür die Barbecue-Soße in eine Schüssel, gießen Malzbier an und verrühren dann beides miteinander. Optimal ist es, wenn ihr ein solches Küchenthermometer oder noch besser ein Fleischthermometer habt, um die Kerntemperatur des Fleisches zu messen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt sie erst bei ungefähr 75 Grad. Das Fleisch ist also noch nicht fertig, denn optimal ist eine Temperatur so von 90, 92 Grad. Ist dies dann erreicht, wickeln wir das Fleisch in Alufolie ein und hüllen es anschließend zusätzlich noch in ein Geschirrtuch. Dadurch bleibt es warm und der Bratensaft verteilt sich gleichmäßig. Danach nehmen wir 2 Gabeln und zerzupfen das Fleisch von einem Ende beginnend in feine Fasern. Und wie wir sehen können, es ist zart und saftig. Und wer es alternativ doch lieber in Scheiben servieren möchte, auch das geht natürlich, ist das schließlich ein extrem zarter Schweinebraten. Wir können servieren und geben noch reichlich von der Soße darüber, diese vorher auch noch ein bisschen anwärmen. Und als Beilage eignet sich hier vieles. Ich habe mich für bayerisch Kraut und Brot entschieden, doch auch Klöße oder Kartoffeln passen gut. Doch wir haben ja noch etwas ganz anderes vor, bereiten daraus einen köstlichen Burger zu und dafür brauchen wir Burgerbrötchen, am besten welche mit Sesam, natürlich unser eben zubereitetes leckeres Pulled Pork. Wir brauchen weiterhin eine Barbecue-Soße, wir brauchen Bacon, es darf aber auch ein durchwachsener Land- oder Bauernschinken sein. Wir brauchen etwas Salat, ich habe mich für Lolo Bionda entschieden und einen Räucherkäse, einfach weil die Räucheraromen wunderbar zum Geschmack vom Pulled Pork passen. Im Idealfall Scamorza, ein italienischer Räucherkäse, doch es darf auch ein anderer sein. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten.
schneiden den Schinken in dicke Scheiben und die sollten ruhig so 3 bis 5 mm dick sein. Auch den Räucherkäse schneiden wir dann in Scheiben, diese allerdings etwas dünner. Die Schinkenscheiben geben wir in eine beschichtete Pfanne, braten sie darin bei niedriger Temperatur, damit sie langsam schön knusprig werden, auch mal wenden zwischendurch und dann bratet sie so lange, bis sie eurem Geschmack entsprechen und nehmt sie dann vom Herd. Dann schneiden wir die Brötchen auf und geben sie, damit sie ein bisschen knackiger werden, kurz mal in die Mikrowelle oder den Toaster. Auch das Pulled Pork, wenn es nicht gerade frisch zubereitet ist, kurz nochmal erhitzen, gerne auch die Soße etwas erwärmen. Und dann geben wir reichlich vom Fleisch auf die Unterhälfte der Brötchen. Anschließend von der Barbecue-Soße darüber geben. Für meinen Geschmack eher ein bisschen mehr als zu wenig. Nun auf jeder Hälfte 2 Scheiben vom Käse legen. Und da der ja von unten Hitze bekommt, wird er langsam schmelzen. Zumal wir ihn oben mit jeweils 2 Scheiben vom heißen, knusprigen Schinken abdecken. Abschließend mit jeweils einem Salatblatt ergänzen und die Oberseite der Brötchen auflegen. Das ist ja das Schöne beim Burger. Wenn alles vorbereitet ist, geht das Zusammenbasteln dann ganz ruckzuck. Dieser Cheeseburger ist geschmacklich wirklich was ganz Besonderes. Ich kann ihn euch sehr empfehlen. Wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und falls ihr nochmal schauen möchtet, wie man Barbecue-Soße und auch Kätzchengewürz ganz einfach selbst zubereiten kann, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.